Die Ackerwinde gehört zur Familie der Windengewächse und ist eine stark wuchernde Pflanze, die bevorzugt auf Äckern, auf brachliegenden Rohbodenflächen sowie an Feldrändern in einer eher trockenen Umgebung wächst. Die rosa bis bläulichen Blüten blühen vorwiegend von Juni bis September. Die Triebe der Ackerwinde winden sich gerne um andere Pflanzen oder wachsen bodennah und weit auslaufend. Ackerwinde zu bekämpfen gestaltet sich als sehr schwierig. Eine Methode ist regelmäßiges Jäten. Allerdings muss die Pflanze so lange bodentief ausgerissen werden, bis sie zu schwach ist, neue Triebe zu bilden. Das kann ein äußerst langwieriger Prozess sein. Alternativ kann man für mindestens ein Jahr Vlies oder eine Mulchfolie über die mit Unkraut befallenen Bereiche legen und diese anschließend mit Rindenmulch bedecken. Die Ackerwinde ist jedoch für Insekten und Bienen eine wichtige Nahrungsquelle und demnach ökologisch wertvoll. Eine Bekämpfung sollte also auch gut abgewogen werden.